Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bildschirmkontrolle. Wir müssen eine ganz besondere Person ehren. Gerda Satchewitsche-Cute, die jetzt Gerda Lewis heißt. Sie hat 1 Million Follower. Und das ist das Wichtigste in dieser Welt. Likes, Klicks, Shares. Und diese junge Dame hat es verdient, die jetzt unter dem Namen Gerda Lewis firmiert, nochmal richtig hochleben zu lassen. Ja, wer ist sie denn? Diese leicht zu braun gebrannte Gerda Satchewitsche-Cute, die ausgezogen ist und eine tolle Vita hat. 2018 Marrakesch VIP-Haus, 2018 Germany's Next Topmodel, 2019 war sie die Bachelorette. Aber wie so schön in einer Zeitung stand, keiner konnte Gefühle bei ihr rauslocken, aber ich habe sie zum Weinen gebracht. Ja, die Bumslerette, sie hat jetzt 1 Million Follower. Und sie hat uns mitgenommen. Und es ist auch von mir ein kleines Ständchen auf dich, liebe Gerda. Denn Freunde sind füreinander da. Ich sage dir so gerne, was du so toll machst. Und deswegen möchte ich eine Laudatio auf dich halten. Auf dich und auf diese tolle Zeit, die du mit uns verbracht hast während des Lockdowns. Du hast damals schon im April die Situation toll erkannt und super zusammengefasst. Und ich wollte auch ein paar meiner Gedanken mit euch teilen, die ich momentan die so teilst mache, du immer. Aufgrund der aktuellen Situation. Und ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne eure Meinung und eure die Sichtweise Meinung dazu ist so sagen wichtig. Oder was ihr euch so für Gedanken momentan ja, macht. Aber wir machen uns alle wenn man so Gedanken. Viel Zeit hat, dann denkt man natürlich auch über sehr, sehr vieles nach. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon sehr erschreckend es und ist beängstigend. Sehr erschreckend. Wie schnell sich einfach das Leben wenden kann. So schnell. Wie schnell die normalsten Dinge auf einmal so weit entfernt weg, sind. Weg. Alleine Großeltern besuchen, Eltern besuchen, ja. Einkaufen oder gehen. Oder Storys, die noch viermal abbrechen. Und wenn ich überlege, um was ich mir Gedanken gemacht habe ja. Vor einem Monat. Oberflächlich. Was für Probleme ich hatte, wenn ich jetzt vorausgesehen hätte, dass in einem Monat wir an diesem Punkt sind, wo wir gerade sind, ja. Hätte ich mir wirklich viel mehr Gedanken gemacht, welchen Scheiß ich vorher poste. Diese deepen Thoughts haben dich so sehr beeinflusst, dass du nur einen halben Tag später diesen Post abgesetzt ich hast. Ich habe vor ein paar Tagen wieder bei About You bestellt ja, und da waren ja wieder wohl. So schöne Sachen, auch nicht dass unwichtig. Ich mir wieder so viel bestellt habe. Super cool. Tandro zum Beispiel auch diese wunderschönen Schuhe. Die sind richtig geil. Ich habe mich auch sehr, sehr häufig nach der Meinung gefragt, die aber eigentlich von dir scheißegal ist. Hauptsache, die Kohle kommt rein und die Produkte werden beworben. Ja, und du kannst Produkte bewerben wie keine andere. Du bist eine lebende Modenschau und du schaffst es einfach, so viel Pep in diese Modeschauen-esken Halls reinzubringen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich habe letztes Mal so unfassbar viele Nachrichten unfassbar. Zu diesem Jumpsuit bekommen. Und er ist wirklich unfassbar bequem. Unfassbar. Diese unfassbar coole Hose musste unfassbar. Auch unbedingt mit. Ich, diese Teddyjacke ist definitiv mein Lieblingsteil aus der ganzen Naked-Bestellung. Die Jacke habe ich mich auch sofort verliebt. Die ist Wahnsinnig. So schön. Die ist auch ein bisschen oversized. Okay, oversized. Ich liebe dieses Outfit. I das love ist mal was you. Ganz anderes. I verlinke ich euch noch die passende Hose dazu. Also was ich wirklich sage, zum Schluss verlinke ich euch dieses coole Blazer-Kleid. Bitte. Eigentlich sind so schicke Blazer, falls euch das ein oder andere Teil interessiert hat. Dann swipe einfach ab und sieh zu, dass es weitergeht. Aber, liebe Gerda, du hast auch die Before- und After-Bilder, die Vorher-Nachher-Bilder für Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, auf einen neuen Level gehoben. Ja, du bist eine Dekorateurin der besonderen Art und Weise. Before, aber auch After sieht es trotzdem immer ganz anders aus. Auch der Weihnachtsbaum. Hier einfach ein verlorener Baum ohne irgendwelche Weihnachtsstimmung. Danach was ganz anderes. Ja, Jesus, wenn er sich nochmal aussuchen würde, ich glaube, er würde in diesem Raum geboren werden wollen und von reichlich Geschenken mit Swipe Up gesegnet werden wollen. Aber auch mehr hast du zu bieten. Hier zum Beispiel, wenn du einfach deinen Schrank umräumst. Before, After. Ja, eine ganz andere Qualität von Before und Afters hast du uns gegeben. Und du warst auch immer für uns da. Filme, die sehr kompliziert sind, hast du nicht verstanden, wie zum Beispiel den Joker, hast aber trotzdem versucht, deine Gedanken mit uns zu teilen. Wir gucken gerade den Film Joker, wenn wir den beide nicht gesehen hatten. Das ist Melvin, dein damaliger Ex-Freund. Ich finde beide irgendwie ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, ich... Nicht komisch, gar keine Komödie, ne? Ich finde Zusammenhang in dem Film. Echt nicht? Schatz? Nee. Melvin auch nicht. Der ist irgendwie voll kompliziert. Also ich weiß nicht, ob wir nicht aufpassen so richtig, aber... Es geht. Ich weiß nicht, also ich verstehe irgendwie den Sinn dahinter. Echt nicht? So ganz. Wir haben jetzt übrigens ganz viele geschrieben, dass es die Entstehung des Jokers ist. Das Ding ist, dass ich keinen einzigen Film jemals mit Joker gesehen habe. Was? Und wahrscheinlich deswegen Joker 1, Joker 2, Joker 3? Auch da nicht so richtig durchblicke. Wisst ihr, was ich meine? Wir gucken den
auf jeden Fall zu Ende. Guck auf jeden Fall weiter. Aber ich verstehe halt generell irgendwie das Ganze nicht so, weil ich halt keinen einzigen Joker-Film kenne und ich glaube, dass es daran liegt. Es liegt aber auch daran, dass du mit deinem Freund auf dem Sofa sitzt und dir die ganze Zeit nur ins Handy quatscht und nicht den Film guckt. Dann wird es immer sehr, sehr schwierig. Aber dafür wurden ja Cartoons gemacht. Die sind nicht so lang, nicht so kompliziert. Und Melvin, ach, was war er nicht für ein toller Typ. Wir haben ihn ja bei Love Island gesehen. Der Einzige, der auch die ganze Zeit untertitelt werden muss. Und ihr habt so gut zusammengepasst. Er hat dir die Hand gehalten, als du eine ganz, ganz wichtige Operation gemacht hast. Ja, wir wissen, zu Corona-Zeiten nur die nötigste Operation, aber die Brüste sind ein bisschen verrutscht. Und auch da hast du es geschafft, immer wieder den richtigen Filter zu finden. Ja, Gesichtsfilter. So wichtig. Ohne diese Wolken geht es einfach nicht. Die Schmerzen sind auszuhalten. Also vielleicht auf jeden Fall hier an den Seiten vor allem so. Ja. Hier oben so ein bisschen Schmerzen. Oh ja, okay. Aber wenn ich mich nicht so viel bewege, nicht so viel mache, dann, wenn ich esse und so, sondern meine Arme... Wenn du nicht so viel machst, dann kann auch nicht so viel wehtun. Diese Brust-OP war einfach unglaublich notwendig. Nach dem Erfolg von Teil 1 musste man Teil 2 hinterher machen. Und Melvin und du, ihr seid sogar Aktivisten. Ja, ihr habt Black Lives Matter initiiert, indem ihr einfach ein Edding euch genommen habt und euch einfach cool oben ohne präsentiert habt. Das hat vielen, vielen Menschen in Amerika, People of Color, richtig stolz gemacht, weil sie gewusst haben, ja, in Deutschland ist der Aufstand hinter uns. Und ihr habt das auch zelebriert. Ihr selber habt euch danach so in die Sonne gelegt, dass ihr selber ein Teil der schwarzen Bewegung werden wolltet. Erst Melvin, dann aber auch du. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt noch mehr gemacht. Ihr habt sogar die Gedanken eurer Follower geteilt und danach habt ihr gesagt, was haben wir gerade für eine schwere Zeit? Corona. Lass uns ein Corona-Bier nehmen und drauf anstoßen. Ja, du bist Aktivistin. Du warst sogar einmal auf einer Demo. Du bist dran geblieben an dem Thema. Doch dann, der Sommer, er sollte sich verändern. Du warst mit deinen Freundinnen auf Kreta. Deine Freundinnen haben auf einmal gemerkt, dass sie WhatsApp-Gruppen mit dir haben, in denen immer einer fehlt, über die rumgelästert wurde. Auf einmal war deine Freundin weg. Dann war auf einmal der Melvin weg. Melvin hat es nochmal auf Bumsy Island versucht, hat aber dort auch nicht sein Glück gefunden. Ja, schade. Du warst alleine und dann hast du das gemacht, was du immer machst. Abmelden. Sich mal zurücknehmen. Um danach mit 30 Stories am Tag wieder zurückzukommen, die noch reflektierter und noch geiler sind. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, aber dann nach 2 Wochen gab es wieder das Lebenssignal. Du warst wieder da. Und du hast einfach die Schulter gezuckt, weil du einen Schlaganfall hattest und halbseitig gelähmt warst oder irgendwelche Muskelzuckungen hast. Wir werden es alle nie erfahren. Ja, wie er damals den Corsa mit 5 Leuten versucht hat, mit Gepäck zu bepacken. Das war eine Menge Spaß. Aber du hast keinen Führerschein. Du kannst ja nicht alles wissen. Und da sind dir fast sogar die Haare ausgefallen. Du hast uns auf einen neuen Level gehoben. Ich wusste gar nicht, dass es Oberkopfhaar und Unterkopfhaar gibt. Ja, aber das hast du uns gezeigt, wie man mit Tesafilm, etwas Krepppapier und viel Liebe und etwas Wasser und dem richtigen Produkt für den, der mit einem Swipe Up 1 durchsponsert, dieses Haar pflegen kann. Es riecht sicherlich wie toter Hund, aber es sieht so verdammt schön aus, wenn es erstmal runterhängt. Und du machst dir natürlich ein bisschen was aus Mode. Wenn du irgendwo etwas shoppen kannst, dann bist du dabei. Aber du denkst auch an die Kinder. An die Kinder, die bei Primark diese tollen Schlappen zusammengeklöppelt haben. Ja, du bist auch jemand, der auch mit 2 Euro glücklich sein kann. Leider sind diese Schlappen nach 2 Wochen kaputt gewesen. Irgendwie war die Qualität doch nicht so gut. Aber grundsätzlich ist es dir eigentlich scheißegal, was ich sage. Ganz kurz, bevor ich noch mehr Nachrichten dazu bekomme. Nein, es interessiert mich nicht, was Oliver Pocher zu meinem Geburtstagsbild sagt, weil er kein Mensch ist, dessen Meinung mich interessiert. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich Mutter wäre, mit ihm würde ich nicht mal für Geld schlafen. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry, aber ist auch egal. Ich möchte gar nicht mit dir schlafen. Ich möchte einfach nur ein Teil deines Lebens sein, weil du einfach die besten Weisheiten für uns alle immer wieder raushaust, wie zum Beispiel diese hier. Das heißt, bei mir ist es nur richtig hell, wenn auch draußen die Sonne scheint. Und sobald die Sonne nicht scheint, ist es bei mir leider nicht mehr so hell. Ja, das trifft auf vieles an deinem Körper zu. Aber so ist es. Draußen ist es hell, irgendwann wird es dunkel und dann ist es auch bei dir nicht mehr so hell. Aber du hast eine Freundin, die zu dir hält. Hier ist sie, dein Schoßhündchen, die Arsena. Ja, auch da das Before- und After-Bild. So sah sie oder sieht sie jetzt aus. So sah sie vorher aus. Ja, auch hier. Ihr seid so tolle Freundin. Ihr habt sogar nur eine Montclair-Mütze, aber die teilt ihr schwesterlich miteinander, weil jeder soll mal die geile, etwas teurere Mütze aufhaben. Und eure deepen Thoughts sind so gut. No matter what, no matter where.
Ja, cute, Blondie, Brownie, Bestie, Best Friend, Grateful Girls. Ihr seid einfach so geil. Aber auch wie du hier in Winterberg standst. Wenn du dir klar darüber bist, was du wirklich willst und diesen Gedanken mit tiefen Emotionen verbindest, so bewegst du dich in eine neue Realität. Selbst der Dalai Lama hatte Schwierigkeiten, diesen Satz irgendwie zu erklären, aber du bist einfach deeper als alle anderen. Und was hast du getan, als du diese Millionen gehabt hast? Du hast dich zurückgenommen. Du hast gar nichts groß gemacht. Du hast einfach nur ein Statement abgegeben. Und zwar, she's the type of flower that can still grow after a forest fire. Ja, du hattest Buschbrand. Untenrum hat es wohl gebrannt und deswegen hast du einfach dir die Zeit genommen, eine weitere Blume entstehen zu lassen. Du hast dich insgeheim natürlich doch gefreut über diese Million, das war doch ganz wichtig. Und du wirst irgendwann auch diesen goldenen Luftballon haben oder uns wieder mit geilem Content createn und auch beglücken, den du dann machen wirst. Denn du hast das Foto aus dem Auto heraus in Winterberg auf einen neuen Level gehoben. Und so viele Bratpfannen sind dir gefolgt. Diese zum Beispiel. Diese, die kaum von dieser zu unterscheiden ist. Das sind zwei verschiedene Personen. Ich habe x-fach geguckt, aber es ist dasselbe Auto. Dann, manche machen es sogar während der Fahrt. Achtung, ein rotes Auto. Ehe man sich versieht, macht es bumm, der Kopf ist ab. Und auch andere sind in den Schnee gefahren, wie zum Beispiel sie, die auch es immer geschafft hat, das Bild mit dem passenden Untertitel zu verbinden. Das ist Julia. Sie sagte, ich habe Binde in Hautentzündung. Meine Augen brennen, sind rot und es tut weh. Hattet ihr es auch schon mal? Ja, und so eine Bindehautentzündung, die tut unfassbar weh. So weh, dass man sich sogar das Oberteil ausziehen muss. Und auch sie hat uns was zu beichten, denn sie war im Schnee. So, Freunde, jetzt muss ich mal was loswerden. Ich habe ja ein Bild im Schnee gepostet und habe Winterberg oder Winterwonderland geschrieben. Mann. Ich war nicht in Winterwonderland, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich habe es einfach nur gepostet, weil es sich gut anhört. Ja. Nur weil man Fotos im Schnee postet, heißt es nicht direkt, dass man irgendwo ist, wo Massentouristen sind. Es gibt auch Orte, da sind keine Leute und es gibt keine Touristen. Keine Leute. Und da ist trotzdem Schnee. Da läuten nur die Leute. Ob ihr euch das vorstellen könnt, aber manchmal denke ich mir, man sollte nicht über Leute urteilen, wenn man sie nicht kennt oder diese negative Energie, behaltet sie bitte bei euch. Ich habe kein Interesse daran. Ach nicht. Denke, jeder sollte für sich entscheiden, was er macht und was für einen richtig ist. Und wenn man zum Schnee fährt, wo keine Massentouristen sind, dann ist es für mich vollkommen okay. Richtig, sonst nur Einzeltouristen. Und du hast uns noch so einen schönen Blick hinten zugeworfen, als du die Augen verdreht hast. Ach, das war einfach herrlich. Aber du hast ja auch geile Schneebilder gemacht. Da verstehe ich ja gar nicht, wie du dir eine Bindehautentzündung geholt hast. Ja, diese Brille, die macht richtig was aus. Du konntest unter der Brille gar nicht sehen, dass der Pullover nur zur Hälfte angezogen war. Oder auch hier, einfach toll. Diese Laufmaschen, die sind ja so dermaßen in. Und auch andere hast du damit beglückt, in diesem Winter Wonderland. Hello Winter Wonderland, wir waren heute im Schnee spazieren und ich habe noch ein paar Bikini-Bilder gemacht. Hihihihi. Es ist zwar kalt, aber auch irgendwie erfrischend. Das ist doch erfrischend, wenn du einfach an der Bundesstraße nackt im Schnee stehst. Das muss man sagen. Und selbst das, da sagen viele, hey, wie zum Beispiel deine Freundin, das ist doch Mobbing. Seid ihr für oder gegen Mobbing? Hören wir uns doch noch ganz kurz an, was Carsten Stahl dazu zu sagen hat. Und pünktlich zum neuen Jahr schneit. Kühle Temperaturen und weißer Schnee. Wunderschön. Könnte man ja eigentlich Skifahren und rodeln, aber nee, du frech. Was? Müssen wir ja zu Hause bleiben, gefährlich an die Luft. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, in Augsburg oder so, Augsburger Puppenkiste, da dürfen die jetzt ja nicht mehr joggen und Fahrrad fahren ohne Maske. Was? Gut, wisst ihr, was mich bei diesen Temperaturen, was ich immer hoffe? Was hoffst du? Der oder andere vielleicht mal sein Hirn vielleicht ein bisschen abkühlt und vielleicht mal den Kopf in den Schnee steckt und mal wieder gerade läuft. Denn eins finde ich doch mal wieder interessant. Ich meine, ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber mir kratzt schon der Kopf, weil ich war schon eine Weile nicht beim Friseur. Achtet mal auf die verantwortlichen Politiker. Aha. Schaut euch mal deren Haarpracht an. Na. Die sind immer gepflegt. Die haben ihren eigenen Friseur. Oder wie auch immer sie das machen. Keine Ahnung. Bevorteilung. Ich weiß es nicht. Wir sind ja diejenigen. Idiot. Ja, wir sind diejenigen. Auch Carsten Stahl ist nur noch ein Post von einem Telegram-Kanal entfernt. Gut, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Viel Spaß heute Abend mit DSDS und Michael Wendler, meinem persönlichen Ex-Freund. Und morgen gibt es schon eine neue Ausgabe der Bildschirmkontrolle.